Liebe Schülerinnen und Schüler, guten Tag und willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Mein Name ist Irena Lasic und wir sprechen heute über das Thema Handyverbot in der Schule. Ja oder nein? Also, los geht's! Nach dieser Videolektion könnt ihr zwei Videos zum Thema Handyverbot Informationen entnehmen. Ihr könnt Gesetzesgrundlage für das Handyverbot in Deutschland definieren, Gründe nennen, warum man in der Schule mit dem Handy vorsichtig umgehen soll, Informationen aus einem deutschen Text über das Handyverbot in Frankreich mündlich auf Deutsch mitteln, Informationen aus einem deutschen Text über das Handyverbot in Deutschland mündlich auf Kroatisch mitteln, Argumente für und gegen die Handynutzung in der Schule voneinander unterscheiden, eigene argumentierte Meinung über die Handynutzung in der Schule äußern und eine E-Mail mit Argumenten für oder gegen das Handyverbot schreiben. Für diese Videolektion braucht ihr ein Papier oder Heft, einen Bleistift oder Kugelschreiber und das Internet über das Handy, den Computer oder das Tablet. In dieser Videolektion werdet ihr immer wieder Symbole, wie zum Beispiel Heft, Handy, Pause oder gelbe Markierung sehen. Wenn ihr das Heft seht, sollt ihr etwas in eure Hefte aufschreiben. Wenn ihr das Handy seht, sollt ihr einen Link anklicken und euch etwas anhören, ansehen, einen Text lesen oder eine interaktive digitale Übung machen. Wenn ihr die Sprechblase seht, sollt ihr sprechen. Und wenn ihr Pause seht, sollt ihr die Videoaufnahme pausieren und die nächste Aufgabe machen. Wenn ihr die gelbe Markierung seht, sollt ihr die gelb markierten Vokabeln ins Heft schreiben. In jedem Moment könnt ihr eine Pause machen. Das Thema Handy in der Schule ist eigentlich ein sehr kontroverses Thema. Was das heißt, ist, dass viele über dieses Thema diskutieren und dass sie unterschiedliche Meinungen darüber haben. Das heißt kontrovers, Kontroversen. Wer darüber diskutiert, das sind Lehrer, Schüler, Eltern und verschiedene Experten, die sich für dieses Thema interessieren. Da es so viele unterschiedliche Meinungen und Argumente eigentlich für und gegen das Handy an der Schule gibt, wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Um das Thema Handyverbot besser zu verstehen, wollen wir uns zuerst ein Video anschauen. In diesem Video geht es um ein Extrembeispiel und das Video findet ihr unter dem Link bit.ly/video1handyverbot bit.ly/video1handyverbot, wobei V in Video und H in Handyverbot großgeschrieben werden. Zu dem Video könnt ihr auch kommen, indem ihr diesen QR-Code einscannt. Bevor wir uns das Video anschauen, wollen wir uns die Fragen anschauen, die wir dann später beantworten wollen. Nämlich, mit wem wird dieses Video geführt? Um welchen Schultyp geht es? Wer hat das Problem von Handys an der Schule besprochen? Wer hat die Schulordnung über das Handyverbot erlassen? Ko je donio tu odredbu o ukidanju mobitela na školi? Kannst du das Erziehungskonzept Berufsfähigkeit erklären? Berufsfähigkeit heißt radno sposoban za svoje zanimanje. Seit wann gibt es die Maßnahme? Maßnahme heißt mjera koja je izrečena. Warum gibt es die Maßnahme? Was ist die Folge der Maßnahme an dieser Schule? Und die letzte Frage, bei wem kommt diese Maßnahme gut an? Warum?
Gut ankommen bedeutet come tamiera dobrosiela koetu mieru pozdravia. Wir wollen jetzt diese Videoaufnahme pausieren, damit ihr euch das Video anschauen könnt. Ihr habt ja wahrscheinlich folgende Antworten bekommen. Das Interview wird mit Michael Rudolf, dem Schulleiter an der Friedrich-Bergius-Schule in Berlin, geführt. Unter 2. Friedrich-Bergius-Schule ist eine integrierte Sekundarschule, also etwas Ähnliches wie eine Gesamtschule. Die ganze Schulgemeinschaft hat das Problem besprochen, also Schüler, Lehrer und Eltern alle zusammen. Die Schulkonferenz hat die Schulordnung erlassen, dass Schüler kein Handy zur Schule mitbringen dürfen. Das Erziehungskonzept Berufsfähigkeit bedeutet, dass Schüler auf die Berufswelt vorbereitet werden sollten, zum Beispiel indem sie schon an der Schule lernen, dass man später im Berufsleben während der Arbeitszeit auch kein Handy benutzen sollte. Der eine Grund ist die mögliche Unfallgefahr und der andere Grund ist der Lohn. Denn der Arbeitnehmer wird dafür bezahlt, dass er arbeitet und nicht, dass er an seinem Handy spielt. Die Maßnahme wurde vor 14 Jahren eingeführt. Weil es vor 14 Jahren zu wenige Schüleranmeldungen für die Schule gab, hat man diese Maßnahme eingeführt. Da musste man die Schulpolitik ändern. Als eine der Folgen der Maßnahme sieht der Schulleiter seither eine Übernachfrage nach den Schulplätzen in seiner Schule. Das heißt, es gibt mehr Schüler, die in diese Schule gehen wollen, als es Plätze für diese Schule gibt. Das heißt die Übernachfrage. Die Maßnahme kommt bei Lehrern, Schülern und Eltern gut an. Warum das so ist? Weil alle klare Regeln mögen und Schüler mögen zudem Lehrer mit Autorität. Das Thema ist nämlich so kontrovers, weil das Thema einerseits auch im Grundgesetz irgendwie verankert ist. Mal sehen, was im Grundgesetz über Handys indirekt steht. Der Artikel 2 des deutschen Grundgesetzes. Jeder darf seine Persönlichkeit frei entfalten, solange er damit nicht die Rechte anderer verletzt oder gegen Gesetze verstößt. Das heißt, wir dürfen das machen, wir sollen alles machen, insoweit wir dann nicht andere mit unserem Handeln verletzen oder insofern wir nicht gegen ein Gesetz verstoßen. Dakle, možemo činiti ono što je potrebno za razvoj nas kao osoba, dok god time ne štetimo drugima, njihovim pravima ili ne radimo nešto protuzakonito. Das heißt gegen Gesetz verstoßen. Weiterhin steht im Artikel 5 des Grundgesetzes, das Recht auf eine eigene Meinung und das Recht auf Kommunikation ist auch im Grundgesetz verankert. Nämlich, so steht es im Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren. Also auch das steht im deutschen Grundgesetz. Ja, wir können daraus schließen, mit dem Smartphone kommuniziert man. Man nutzt also das Smartphone und man nutzt sein Grundrecht auf Kommunikation mit dem Smartphone. Handys an Schulen komplett zu verbieten, würde dann also die Persönlichkeitsrechte nach Artikel 2 und Artikel 5 im Grundgesetz einschränken. Also man könnte sich die Situation aus dieser Perspektive mal anschauen.
Obwohl eigentlich ein umfassendes Handyverbot nach dem Grundgesetz dann eigentlich unmöglich wäre, trotzdem gibt es Möglichkeiten, die Handynutzung an Schulen zu regulieren. Eine Handyordnung nutzt eben dazu, Handynutzung an deutschen Schulen zu regulieren. Eine Handyordnung, dakle odredba što se tiče upotrebe mobitela, eine Handyordnung regelt dann den Umgang mit dem Handy im Schulgebäude bzw. auf dem Schulgelände und im Unterricht. Das heißt, das, was in der Schule und um die Schule herum passiert, das darf die Schule eigentlich mit einer Handyordnung regulieren. Eine Handyordnung wird von der Schulbehörde oder der Schulleitung ausgearbeitet und erlassen. Also wer eine Handyordnung erlassen kann, das ist die Schulbehörde oder die Schulleitung. Dakle, ili ravnatelj škole, ili agencija za obrazovanje, sie können so eine Handyordnung erlassen. Eine Handyordnung wird dann, wenn sie erlassen wird, von Schülern, Eltern und Lehrern eingehalten. Also dann müssen sich alle an diese Handyordnung halten, falls es eine an der Schule gibt. Eine Handyordnung, wenn das eine gute Handyordnung ist, soll eigentlich im gemeinsamen Dialog entstehen. Und da sollen die Wünsche und Bedürfnisse aller Schüler, Lehrer und Eltern auch berücksichtigt werden. Im ersten Video haben wir eigentlich einen Extremfall gesehen, wie das eine Schule ordnen kann, wenn es zum Thema Handys kommt. In diesem Video seht ihr eigentlich einen Kompromissvorschlag. Also nicht so streng wie in dem ersten Video, sondern ein bisschen lockerer. Schaut euch bitte auch dieses Video an und kommentiert, wie ihr diesen Kompromissvorschlag findet. Das Video findet ihr unter dem Link bit.ly/video2handyverbot. bit.ly/video2handyverbot, wobei V in Video und H in Handyverbot groß geschrieben werden. Zum Video könnt ihr auch über den QR-Code kommen. Wir konnten auch aus dem Video sehen, dass die Experten sich eigentlich nicht einig sind. Wir haben gesehen, dass es sowohl Pro- als auch Kontra-Argumente zu diesem Thema gibt. Deswegen ist es ja auch so kontrovers. Aber dass das Handyverbot ein allgemeines und generelles, ein allumfassendes Verbot an der Schule, dass es zeitgemäß ist, da sind sich die meisten eigentlich der Meinung, dass der Einsatz von Smartphones innerhalb der Schule durchaus sinnvoll und zeitgemäß ist. Was zeitgemäß heißt, bedeutet, dass es zeitentsprechend ist, dass es zu unserer Zeit gehört. Nämlich, viele Schüler werden nach dem Abschluss an digitalen Arbeitsplätzen arbeiten. Und deswegen ist das Lernen am Laptop, am PC oder Smartphone die beste Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Ja, wir können uns auch die Frage stellen, was wäre jetzt der Online-Unterricht während der Pandemiezeit ohne Handys gewesen? Die wäre ja auch ganz nicht, die wäre auch nicht möglich gewesen ohne Handys meistens. Schauen wir uns zuerst mal einige Argumente der Experten an. Was sagen sie? Nämlich, sie sagen, Smartphones können als Kommunikationsmittel und als Arbeitsmittel in den Unterricht integriert werden. Nämlich,
Die meisten Experten begreifen das Handy auch als ein Werkzeug, Oruge. Und dieses Werkzeug soll uns das Leben einfacher machen, einfacher gestalten. Auf der anderen Seite sagen sie, dass das Handy kein zentraler Lebensmittelpunkt für soziale Interaktion sein sollte. Was das heißt, ist, dass die Schüler sich dann auch in den Pausen was anderes überlegen sollten und nicht gleich nach ihren Handys greifen. Experten sagen weiter, dass eigentlich Smartphones einen Sinn haben, besonders in der Zeit, wo sich Curricula geändert haben. Nämlich im Curriculum steht, dass man jetzt weg von reinen Inhalten und hin zur Vermittlung von Kompetenzen gehen sollte. Also wenn es darum geht, dass wir bei den Schülern Kompetenzen entwickeln sollten, dann hat ja das Handy auch was zu tun mit der digitalen Kompetenz, nicht wahr? Also Schule sollte daher auch Kompetenzen im Umgang mit Smartphones vermitteln. Umgang heißt Obchodzenie. Wir sind jetzt auch zum Thema Medienkompetenz gekommen. Nämlich jetzt wollen wir sehen, was ja eigentlich Medienkompetenz für euch Schüler eigentlich bedeutet. Was sagen die Experten dazu? Also ihr sollt lernen, wie ihr die neuen Medien, also darunter auch Smartphone, in den Lernalltag integrieren könnt. Nämlich ihr sollt einen verantwortungsvollen Umgang mit elektronischen Geräten lernen. Ihr sollt eure Smartphones für Recherche oder als generelle Informationsquelle nutzen können. Recherche heißt istraživanje. Internetrecherche soll euch beigebracht werden, wie man sie unternimmt, aber vor allem, dass ihr vertrauenswürdige Quellen sucht. Also nach vertrauenswürdigen Quellen sollt ihr suchen. Das heißt, nicht alle Quellen, nicht alle Informationen, die ihr im Internet findet, sind eigentlich richtig. Sie stimmen meistens auch nicht. Und dann sollte man unterscheiden können zwischen vertrauenswürdigen Quellen und denen, die das nicht sind. Nämlich ihr sollt das Wissen im Internet, also die Fakten, die ihr dort findet, sollt ihr kritisch hinterfragen lernen. Ja, morate to naučiti proispitati, denn nicht alle Informationen sind richtig, die im Internet sind. Darunter, also unter dem Begriff Medienkompetenz, versteht man ja auch, dass ihr lernen sollt, Urheberrechte zu beachten. Ja, das Wort Urheberrechte, zaštita autorskih prava, auf Englisch Copyright, vielleicht ein bekannter Begriff für euch. Natürlich sollte man unter dem Begriff Medienkompetenz auch lernen, wie man eigentlich in virtuellen Räumen handeln sollte. Also, dass man nett sein sollte, dass man niemanden in virtuellen Räumen, wie zum Beispiel Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, man sollte niemanden beleidigen. Und natürlich kommt darunter auch die Datenschutzgrundverordnung, abgekürzt auf Deutsch DSGVO, oder auf Englisch GDPR, nämlich darunter sollte man lernen, welche Daten man dann veröffentlichen darf, welche dann nicht, weil man dann gegen Gesetz verstoßen würde. Ja, hier möchte ich noch kurz zusammenfassen, wobei ihr wirklich vorsichtig sein solltet. Nämlich, wenn wir über die allgemeine Nutzung von einem Smartphone sprechen, da gilt die Handlungsfreiheit, was wir dann auch im Grundgesetz, im deutschen Grundgesetz gelesen haben. Das ist Sloboda Djelovanja. Aber auf der anderen Seite von dieser Handlungsfreiheit muss er darauf achten, dass er keine verbotenen Inhalte produziert oder verbreitet. Das heißt, dass ihr die anderen nicht fotografiert und dann diese Fotos verbreitet.
Also heimlich aufgenommene Bilder von Personen, heimlich bedeutet Potenze. Zum Beispiel, wenn ihr Schüler oder Lehrer heimlich fotografiert habt, die dürft ihr auf keinen Fall ohne ihre Zustimmung verbreiten. Ja? Für die Verbreitung braucht ihr dann die Zustimmung. Trebete suglasna. Wenn ihr die Zustimmung nicht bekommen habt, dann heißt das, das ist dann ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das verstößt gegen die Datenschutzgrundverordnung. Onda to zadiranje u osobna prava i s time se ogrješujemo o Zakon o zaštiti podataka. Man soll ja auch vorsichtig sein beim Hochladen von Bildmaterial auf sozialen Netzwerken. Nämlich, man darf das nur mit Zustimmung der Personen machen, die dann auf diesem Bildmaterial sind. Ja, das Hochladen bedeutet stavljanje na Internet. Und natürlich, ich glaube, das ist schon allen klar, Handys dürfen auf keinen Fall bei Prüfungen verwendet werden, weil man das ja auch Schummeln in der Schule nennen kann. Wir konnten bisher sehen, wie die gesetzliche Grundlage in Deutschland ist und was die Experten dazu alles sagen. Jetzt wollen wir an drei konkreten Beispielen sehen, wie es mit dem Handyverbot in Deutschland, Frankreich und Kroatien aussieht. Nämlich, die Situation ist unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern und wir erfahren, wie die aktuelle Situation jetzt ist. In der folgenden Aufgabe geht es um die sprachliche Mittlung, jezično posredovanje. Nämlich, wir werden in dieser Videolektion zwei Aufgaben haben, wo wir dann sprachliche Mittlung thematisieren. In der ersten Aufgabe geht es darum, dass Max von seinem französischen Austauschfreund Igor nach langer Zeit eine E-Mail bekommen hat. Er ist vom Inhalt der E-Mail überrascht und mittelt den Inhalt der Mail seinem Freund mündlich auf Deutsch mit. Mal sehen, was Igo an Max schreibt. Lieber Max, ich habe dir schon seit langem nicht geschrieben. Ich hoffe, dir geht es aber auch in der Corona-Pandemie gut. Ich habe in deiner letzten Mail gelesen, dass ihr eine interessante Situation mit dem Handy während einer Geschichteprüfung am Gymnasium hattet. Bei uns wäre sowas gar nicht möglich gewesen. Wahrscheinlich weißt du nicht, dass das französische Parlament im Sommer 2018 ein grundsätzliches Handyverbot in Schulen beschlossen hat. Demnach müssen Mobiltelefone von der Vorschule bis zur Sekundarstufe 1, also bis Klasse 10, draußen bleiben. Betroffen sind davon etwa 10 Millionen Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahren. Sie dürfen ihr Handy zwar dabei haben, aber es muss während der Schulzeit ausgeschaltet und im Ranzen sein. Einzige Ausnahme: Erlaubt sind die Handys nur, wenn sie im Unterricht gebraucht werden oder Kinder mit Behinderung sie brauchen. Für ältere Schüler an den Gymnasien gilt das Verbot allerdings nicht, aber die Schulen können dem Verbot freiwillig folgen. Leider hatte ich Pech und mein Gymnasium folgt nämlich auch dem Handyverbot. Handys, Tablets, Smartwatches, das alles ist verboten, sowohl in der Schule als auch auf dem Schulhof. Mensch, kannst du dir das vorstellen? So frustrierend. Leben wir denn in der alten Steinzeit? Altsteinzeit? Wie ist dann eigentlich die Situation bei dir an der Schule, was das Handyverbot angeht? Schreib mal bald wieder. Liebe Grüße, Igo. Folgende Notizen helfen dir, die wichtigsten Informationen aus Igos Mail auf Deutsch mündlich zusammenzufassen und zu mitteln.
Situation mit dem Handy während einer Geschichteprüfung am Gymnasium von Max. Das französische Parlament, Sommer 2018, ein grundsätzliches Handyverbot in Schulen. Mobiltelefone von der Vorschule bis zur Sekundarstufe 1, also bis Klasse 10. Kinder im Alter von 3 bis 15 Jahren. Handy während der Schulzeit ausgeschaltet und im Ranzen. Ausnahme für den Unterricht oder für Kinder mit Behinderung. Gymnasien kein allgemeines Verbot, den Schulen überlassen. Igos Gymnasium folgt dem Handyverbot. Igo höchst unzufrieden. Das Wort Ranzen ist ähnlich wie Rucksack und Behinderung heißt Oštećenje Invalidität. Hoffentlich habt ihr alle Informationen aus Igos Mail gemittelt, denn jetzt kommt Max Antwort auf Igos E-Mail. Wir wollen gleich sehen, was Max geantwortet hat. Lieber Igo, sowas, was ihr in Frankreich jetzt mit dem Handyverbot habt, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber auch wir in Brandenburg hätten vielleicht eine ähnliche Situation mit Handys haben können. Ich weiß nicht, wie weit du davon informiert bist, aber bei uns in Deutschland machen die Bundesländer und nicht der Bundestag die Schulpolitik. In Bayern ist zum Beispiel landesweit vorgeschrieben, dass Handys auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein müssen. In den anderen Bundesländern regeln das die Schulen selbst. Die Regeln, die an Schulen gelten, heißen dann: Manche Schulen verbieten, dass Schüler oder Schülerinnen HTS, Handys, Tablets, Smartwatches mitbringen. Manche erlauben die Nutzung nur in den Pausen. Manche erlauben, dass HTS mitgebracht werden, aber sie sollen ausgeschaltet sein. Also, du siehst, es ist von Land zu Land anders. Was mein Bundesland, Brandenburg, angeht, so gibt es ein vom Land ausgesprochenes generelles Handyverbot an Brandenburger Schulen zwar nicht. Häufig ist es jedoch verboten, die Geräte im Schulhaus einzuschalten. Die Schulen regeln selbst, inwieweit elektronische Geräte genutzt werden dürfen. Nämlich, meist regeln sie es gar nicht. Ich weiß, dass du mich im Moment äußerst beneidest. Wie sieht es jetzt mit eurem Unterricht aus? Habt ihr im Moment Präsenz- oder Online-Unterricht? Schreib mal bald wieder. Liebe Grüße, Max. Im Folgenden machen wir sprachliche Ermittlung. Die Informationen, die du aus Max' Mail über das Handyverbot in Deutschland bekommen hast, haben dich überrascht und du mittelst die Informationen über das Handyverbot an deutschen Schulen einem deiner kroatischen Freunde. Folgende Notizen helfen dir, die wichtigsten Informationen aus Max' Mail mündlich auf Kroatisch zusammenzufassen und zu mitteln. Und hier kommen die Notizen als Hilfe bei der Ermittlung. Deutschland, über Schulpolitik entscheiden Bundesländer und nicht der Bundestag. Das Bundesland, Savezna Pokrajina, der Bundestag, Parlament, Republika Njemačka. Bayern, Handys auf dem Schulgelände müssen ausgeschaltet sein. Jedes Bundesland, jede Schule, andere Regelungen. Die Regelung heißt Odredba Uredba. Zum Beispiel, keine HTS, also Handys, Tablets, Smartwatches, in die Schule mitbringen. Die Nutzung der HTS nur in den Pausen. HTS dürfen mitgebracht werden, aber sollen ausgeschaltet sein. Bundesland Brandenburg, kein generelles Handyverbot an den Schulen, aber oft verboten, elektronische Geräte im Schulhaus einzuschalten. Mittelt jetzt bitte,
den Text anhand dieser Notizen mündlich auf Kroatisch einem kroatischen Freund. Pausiert jetzt bitte die Videoaufnahme. Und wie ist es bei dir an der Schule? Gibt es an deiner Schule Handyregelungen? Kreuze eine der folgenden Aussagen an. Wir dürfen Handys in die Schule mitbringen. Wir dürfen Handys mitbringen, sie aber nicht im Unterricht und nicht in der Pause nutzen. Wir dürfen Handys mitbringen, sie aber nur in der Pause nutzen. Wir dürfen Handys mitbringen und nutzen sie im Unterricht. Oder bei uns gilt Handyverbot. Wie ist es an deiner Schule? Wir haben auch bisher in der Videolektion schon einige Argumente für oder gegen die Handynutzung an Schulen gehört. In dieser Übung geht es darum, dass ihr Argumente für oder gegen die Handynutzung an Schulen in die zwei Gruppen einordnen solltet, Pro- und Kontra-Argumente. Zu der Übung kommt ihr über den Link bit.ly Handynutzung Schulen bit.ly/Handynutzung Schulen, wobei H in Handynutzung und S in Schulen großgeschrieben werden. Oder ihr könnt den QR-Code einscannen. Pausiert jetzt bitte diese Videoaufnahme und macht die Übung. Jetzt bist du gefragt. Wie ist deine Meinung über das Thema? Fallen dir vielleicht weitere Argumente für oder gegen die Handynutzung ein? Bist du eher ein Smartphone-Befürworter, Zagovornik, oder Gegner, Protivnik, wenn es um das Thema Handys in der Schule geht? Nenne deine Argumente und äußere deine Meinung dazu. Am Ende dieser Videolektion solltest du noch eine Mail über die Handyverordnung schreiben. Hier kommt die Aufgabe. Schreibe deinem deutschen Austauschfreund Markus eine Mail mit ca. 150 Worten, in der du ihm schreibst, ob es bei dir an der Schule ein Handyverbot gibt, wie die Regelungen konkret sind und was du über das Handyverbot und über diese Regelungen meinst. Du sollst dabei auch deinen Standpunkt argumentieren. Wir wissen schon, dass ein Argument aus drei Teilen besteht. Zuerst kommt die Behauptung, Tvrdnja, dann Begründung, Obrazloženje, und danach Beispiel oder Beleg, Belege Dokaz. Also wir kennen das als 3b, Behauptung, Begründung und Beispiel. Ich führe gleich ein Beispiel an. Als Beispiel haben wir folgende Behauptung. Handys sind auch im Unterricht ein notwendiges Arbeitsmittel. Das wäre dann ein Pro-Argument jetzt zum Thema Handynutzung im Unterricht. Als Begründung. Mit dem Handy kann man schneller nach einigen Informationen kommen. Und als Beispiel, im Deutschunterricht ist es manchmal sehr nützlich, bestimmte unbekannte Vokabeln mit Hilfe eines Handys nachzuschlagen. Nachschlagen heißt pogledati u riječniku. So, wir sind ans Ende gekommen. Am Ende dieser Videolektion wollen wir noch sehen, was ihr konkret und wie ihr das gelernt habt. Benutzt dafür die Symbole rechts. Die Spalte mit dem linken, grünen Emoji wird angekreuzt, falls ihr etwas sehr gut machen könnt. Die mittlere Spalte, die mit dem gelben Emoji, wird angekreuzt, falls ihr hier noch ein bisschen Übung braucht. Und die rechte Spalte, die mit dem roten Emoji, wird angekreuzt, falls ihr hier noch viel Übung braucht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag heute und hoffe, dass ihr heute viele grüne Emojis hattet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!